Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Alundra. In der nächsten Folge, in der letzten Folge sind wir durch Lars Gruft gelatscht, haben noch einen goldenen Falken und andere Dinge eingesammelt. Es gab noch einen Kraftheiltrank, den hätten wir einsammeln können, aber so wichtig ist er nicht, dass man jetzt unbedingt machen muss. Tja, ich habe jetzt noch ein bisschen Heilung jetzt hier parat. Und jetzt könnt ihr euch auf den Bosskampf vorbereiten. So. Dann legen wir jetzt mal hier los. Du hast den Aufschrei meiner gequälten Seele gehört. Ich werde prüfen, ob du wirklich die Macht des Erlösers besitzt. Tja, das finde ich sehr lustig an Lars. Prüft uns gleich mal mit so einer Mo und schickt uns mal einen bösen Gegner auf den Hals. Was ist, wenn wir einfach nur nett und freundlich waren und ihm helfen wollten? Dann wäre das natürlich blöder. Also am besten immer hier mal hacken. Granate hinwerfen, wenn er sowas macht hier. Hier wieder Granate. Wirklich eine Granate zu werfen oder ihr wartet, bis er mit seinem Steinkram hier fertig ist. Wir sollten uns vielleicht mal zwischendurch heilen. So. Na komm, geh tot. Heil uns mal lieber noch. Gleich muss er eigentlich tot sein. Ja, eigentlich muss er gleich tot sein, wie gesagt. Na komm. Ja. War's jetzt. Der Wächter aus dem Altertum wurde besiegt. Ah, und woher kennen wir diesen Raum? Richtig. Das ist der Raum, in dem wir ihn im Traum gesehen haben, wo wir das erste Mal getroffen haben. Oder beziehungsweise unter unserem Unbewusstsein. Naja, wie auch immer. Ich kenne deine Macht. Eine solche Macht habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Vielleicht bist du der, von dem gesprochen wird. Ich muss dir die Wahrheit sagen, Tapferer. Ich bin Lars, einer der sieben Wächter dieses Landes. Ich habe die Aufgabe, die reine Wahrheit in diesem Universum zu schützen. Du Tapferer hast die Macht des Erlösers, deshalb musst du Melzer zerstören. Er will die Welt in die Dunkelheit stürzen. Jetzt befehle ich Adimog damit, in diese Welt zurückzukommen.
Jetzt befehle ich an die Morg, damit er in diese Welt zurückkommen kann. Hör mir gut zu, Erlöser. Du musst die sieben heiligen Wappen benutzen, um das Siegel zu brechen und Melzas mit einem mächtigen Angriff zu zerstören. Du bist wirklich würdig, mein Geheimnis zu erfahren. Ja, ganz nett. Dann gibt es mal gleich drei Kisten. Einmal kriegen wir einen schönen neuen Lebensdiamanten. Damit sind wir natürlich auch gleich schon wieder geheilt. Und haben jetzt noch einen Lebenspunkt mehr. So. Die Erdschriftrolle. Sehr nützlich. Und einen Zaubersamen. Auch sehr wichtig. Jetzt können wir nämlich schon mal Zauber anwenden. Aber in Alundra ist es so, dass diese Zauber später noch geupgradet werden können. Aber dazu erzähle ich später was. Ich werde dir das erste heilige Wappen übergeben, mein Wappenerlöser. Du musst die übrigen sechs finden, bevor Melzas dieses Land durch die Morg völlig zerstören lässt. Und wir haben ein Rubinwappen erhalten. Sehr gut. Wenn die sieben heiligen Wappen vereint sind, wird das Siegel zerschmettert und Melzas wird sich zeigen. Die Wächter dieses Landes werden dich bis zu dieser Gegenüberstellung führen. Sei vorsichtig, Erlöser. Wenn ich gehe, werde ich den Weg beleuchten, der dich in die Welt der Lebenden zurückführt, Erlöser. So, um jetzt hier wieder aus dem Dungeon rauszukommen, treten wir einfach auf den Teleporter hier. Wir haben alles eingesammelt, was wir haben wollten. Und gehen jetzt einfach hier raus. Und damit hätten wir die Lars-Grotte geschafft. Ja, und... sammeln erstmal ein bisschen was ein. So, den Erdzauber. Ich zeige ich mal, ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, mein Freund. Nee. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, mein Freund. Glaub mir. Was wohl der gute Chef ist damit meint. Ich glaube, dass dieser Friedhofsgärtner nämlich mehr weiß. Oder ahnt, als er bereit ist zu sagen. Naja, egal. So, wir werden jetzt erstmal wieder ins Dorf gehen. Gucken, was sich hier so abgespielt hat. Na, Septimus ist nicht zu Hause. Ja, wie lange nehme ich ihn jetzt eigentlich schon wieder auf? Gehen wir mal ins Dorf rein. Gehen wir mal zu Jess rein. Hütchen und unsere Unterkunft eigentlich. Wir sprechen mal, gucken, was er so zu sagen hat. Mit die Blumen jetzt abgegeben. Weißt du schon, Alundra? Born und Nadja sind beide krank geworden. Dieses Dorf ist verflucht, Alundra. Verflucht. Du hättest dich an einem anderen Strand anspülen lassen sollen. Verstehst du, was ich da meine? Ja, da hat der Gute vielleicht recht. Ja, ihr könnt jetzt hier oben erstmal ein Safe-Set setzen, wenn ihr speichern, wenn ihr wollt. Spielstand speichern. Ja, ich mach's jetzt mit meinen Safe-Sets hier. Ich denke mal, immer mal zwischendurch speichern ist ganz wichtig. So. Damit haben wir, denke ich, erstmal so weit das Wichtigste jetzt geschafft. Ich werde jetzt nicht mehr groß viel machen in der Folge. Ich werde jetzt noch, denke ich mal, mit euch einkaufen gehen. Das zeige ich euch jetzt noch ein bisschen her. Und dann denke ich, werde ich auch. Obwohl, das Einkaufen kann ich dann in der nächsten Folge machen. Das muss ich jetzt nicht haben. Obwohl, wir könnten noch so ein paar Sachen gebrauchen. Zum Beispiel. Und diesen ganz nützlichen Trank hier. Den können wir jetzt nämlich gebrauchen. Damit können wir den Zaubersamen nämlich wieder aufheben. Sozusagen die MP.
Ein Zaubertrank für nur 30 Gulden. Damit kannst du dir alle deine Träume erfüllen. Willst du ihn ja? Ja. Da haben wir den jetzt auch. Ja klar, wir schauen gerne mal wieder rein. So, damit haben wir jetzt erstmal größtenteils so die wichtigen Sachen jetzt uns ergattert. Ja, und ja, ich würde sagen, wir haben Gorn und Latia, Bonier, oder ich, Bonier spricht man klar aus, hm? Ich glaube, so spricht man ihn, denke ich, ich glaube es jedenfalls. Ich denke, wir werden geschichtlich dann hier weitermachen. So. Nur ein bisschen grün, Kraut hacken. Wir sind ja hier der Gärtner von Inoa, kann man sagen. Und das Lustige ist, das Zeug, wenn man den Screen verwechselt, ist alles wieder da. Ja, ich werde jetzt hier, denke ich, meinen Schnitt setzen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss.